Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Kerbal Space Program. Der Gene Kerman, der sagt es schon ganz richtig. The very mention of this proposal had the astronaut complex common room buzzing with excitement. Ich habe einen super Auftrag gefunden. Was heißt gefunden? Ich habe halt aufs Gebäude geklickt und da war er. Position satellite in a specific orbit of the moon. Und ja, das ist eigentlich ganz cool. Der soll ein Material Bay, Thermometer, Mystery Goo soll er an Bord haben, soll eben diesen Orbit hier stabil halten, das Übliche. Und ich denke mir, das mache ich gern, das kriege ich gut hin. Und die Belohnung ist halt krass. Warte, wo ist er? Ich habe ja jetzt, bin ich dumm, da. 21 Science nochmal, 18 Ruf und fast 200.000 Geld. Wie auch immer die Einheit für unser Geld ist. Ja, das denke ich, das können wir gut schaffen. Aber wir haben auch noch 400 Science zu vergeben. Und wir haben ja weitere Missionen. Das ist direkt hier. Explore the Moon. Nee, das genau. Das wäre jetzt hier der Transfer zwischen zwei Fahrzeugen im Orbit um den Mond. Das kann ich... Da habe ich schon eine gewisse Vorstellung von, wie ich das also bewerkstelligen will. Und zwar würde ich das gern kombinieren. Vielleicht sogar damit, weiß ich nicht. Kombinieren möchte ich das mit... Wo ist er denn? Wir haben doch einen Auftrag. Hier, Science Data from Surface of the Moon. Ja, also wir sollen landen und Daten zurückbringen. Genau, und ich könnte mir vorstellen, dass wir das in Kombination hier erledigen können. Ob man den Satelliten in dem gleichen Flug auch noch mitnehmen sollte, weiß ich nicht. Aber, also, was wir brauchen, ja, für das, was ich mir vorstelle, ist also einmal hier so ein Docking-Port, beziehungsweise hier irgendwie so Stick-Separator und so Zeug. Also hier diese Miniaturization-Forschung. So. Die schaltet natürlich auch Precision Engineering frei, falls das nicht eh schon durch Electrics freigeschaltet war. Das weiß ich gar nicht. Requires any. Okay, ja doch, jetzt weiß ich es. Also nur durch Electrics war das eh schon frei. Okay. Genau. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Advanced Flight Control, genau, für diese Mark 1 Lander kennen und auch hier für die RCS-Geräte, nicht? Und die Frage ist, ob wir Landing wirklich brauchen oder ob wir mit den zwei Forschungen nicht schon vollkommen klarkommen. Wir bauen uns mal einen kleinen Lander, ja? Also, ich stelle mir Folgendes vor. Also, einen Command Pod der Hauptrakete, dann eben eine Lander Can. Ich sehe gerade, die ist ja viel größer. Okay. Also, die Lander Can, die braucht irgendwie. Womit fangen wir denn an? Okay, vielleicht fangen wir mit der Lander Can an. Also, die. Die braucht ja irgendwie einen Antrieb für ihren Flug. Der ist zu groß, ne? Ja. Das ist schon die Größe hier. Sagen wir so unten drunter. Und dann, ein mögliches Design, was ich jetzt so mehrmals gesehen habe, ist eben, dass man dann noch mehr so Sprittanks drumherum hat. Und hier vorne wird dann quasi die Möglichkeit sein, irgendwie hoch und runter zu klettern. Da müssen wir natürlich für sorgen. Außerdem wollen wir diesen Science Junior dabei haben, aber natürlich nicht so häufig. Ups. Einer reicht bitte dahin. So. Und... Diese äußeren Tanks hier, die können wiederum ruhig dreimal da sein.
Ja. Die Frage ist eben, ist das die Stufe, mit der wir auch zurück nach Kerbin zurückkehren? Oder ist das nur unser Lande- und Startgerät? Und ist das nicht ein bisschen sehr viel Sprit, was ich da reingepackt habe? Das sieht schon so viel aus. Vielleicht kann ich auf das alles verzichten. Und stattdessen nur so Zeug mitnehmen und Antriebe. So ungefähr. Und dann vielleicht kann man das öffnen überhaupt? Ja, das ist dem Ding total egal, dass das hier... Ja, das schwebt, also... Ne? Also diese Service Bay schwebt ja über dem Boden, wenn die Antriebe auf dem Boden stehen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Also wir würden auf unseren Antrieben landen. Und dann ist nämlich die Frage, wenn wir ja auf unseren Antrieben landen, ob wir dann überhaupt hier so Landing Struts bräuchten. Oder ob die nicht mehr... akademisch sind, dann okay, also die müssen dann schon tief genug angebracht sein, dass sie überhaupt auf den Boden kommen, sonst können wir uns die sparen. Ja, die kommen halt nicht wirklich auf den Boden, ne? Sei denn, ich würde die hier anbringen. Genau, aber dann kommt unser Körbel ja auch nicht rein und raus, ne? Und ich glaube schon, dass unsere Antriebe das aushalten würden, dass wir darauf landen. Von daher bin ich eigentlich versucht, es so zu lassen. Was wir aber noch bräuchten vielleicht... Genau, ist hier so monopropellant. Und unsere Experimente. Also öffne ich das hier nochmal. Außerdem Strom, bevor ich es vergesse. Also, vielleicht hier außen einfach dran verteilt. Dann haben wir zumindest so in jede Richtung. Okay. So eine Batterie. Ja, vielleicht reicht auch eine. Ein Goo-Kanister. Und hier so ein Barometer und ein Thermometer brauchen wir, ne? So, ist alles gut untergebracht. Das Thermometer kann noch näher hier zum Rand, dass wir bisher drankommen. Ja, Platz genug hätten wir jetzt, um da irgendwie noch mehr Batterien reinzubauen, ne? Vielleicht auch die Sorte. Das scheint nicht zu gehen. Ja. So, ich die falsche Taste. So. Okay, ja. Es ist ein bisschen vollgepackt da drin, aber zumindest haben wir so auf jeden Fall genug Strom, ne? Kein Fallschirm, kann nicht senden und nutzt den Monopropellant nicht. Okay. Sehe ich alles ein, ist gar kein Problem. Dann brauchen wir... Wo wird das denn wohl sein? Command and Control, genau. Wir brauchen natürlich irgendwie hier so Booster, die den Monopropellant verwenden, ne? Ich denke mal, wenn die hier sind... Hä? Wollte gerade sagen, 4 wollte ich eigentlich davon. Hatte gedacht, ich hätte auch auf 4
hier geswitcht, aber hatte ich anscheinend nicht. Okay. Ja, so, die sind teilweise so ein bisschen... Na, hier. Ach, ich glaube, das müsste so gehen. So müssten wir eigentlich in jede Richtung fliegen können. Ich meine, wir haben immerhin jetzt 16 Düsen. Also da wird schon eigentlich für jede Richtung was dabei sein, denke ich. So ein Reaction Wheel, brauchen wir das? Ich weiß nicht, hat die Lander Can 1? 3 Pigeon Talk. Also ja, sie hat, aber ob das reicht? Was hat denn das? Mein Gott, wo war das denn? Hier. Was hat denn das Richtige? Also der hier hat 15 und der hat 5. Okay, 5 ist jetzt nicht so viel mehr als 3. Ja, mal gucken, was ist denn jetzt noch? Kann nicht senden, Parachute Missing. Okay, okay. Das kriegen wir aber hin. Mit dem Senden. Dann nehmen wir so ein Communitron hier mit. Und Fallschirm, naja, da kommt es jetzt halt schwer drauf an, ob unser Carbonaut auch mit dem Gerät hier wieder zurückkommen soll. Oder ob er damit nur landet und wieder startet. Meine Vorstellung war ja eigentlich letztere. Das heißt, wir würden quasi sowas hier machen. Würden aber die Kraft sehr niedrig einstellen. Jetzt bin ich unsicher, weil ich könnte mir auch vorstellen, stattdessen hier so mit dem Dockingport zu arbeiten. Warum kann ich das da nicht anbringen? Okay, kann ich wohl. Genau, und dann würde ich das komplette Schiff nämlich umdrehen. Ist jetzt richtig weird, ne? Das würde ich komplett umdrehen und dann käme hier ein Dockingport an den Dockingport. Und an den Dockingport käme unser Command Pod. Und dann kann man nämlich vom Command Pod umsteigen in die Lander Can. Kann damit dann landen und wieder starten, wieder andocken und dann wieder zurückfliegen. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie rum der gehört. Da stand natürlich Attached Wrong, aber ich glaube, ich habe den ja absichtlich umgedreht gehabt. Genau, also so. So rum muss der schon, wenn dann, sein. Und der könnte dann jetzt einfach nur dazu dienen, unseren Nosecone abzuwerfen. Ich meine, diese Antriebe zeigen halt auch in den Wind. Weiß nicht, aerodynamisch ist anders, ne? Aber was wäre denn? Das wäre wiederum Aerodynamik, oder? Ja. Ne, Payload. Wenn ich wenn ich so einen Decoupler nochmal hier dran pack. Ne, ist verfrüht. Wenn, dann brauche ich noch einen Antrieb. Ich glaube den hier.
Und dann brauche ich den eigentlichen Antrieb. So. Dann die Decoupler. Weiß nicht, was baue ich hier für einen Scheiß. ich baue mir einen Scheiß zusammen. Also, und jetzt könnte ich nämlich, wenn ich das denn wollte. Ups. Hä? Also linke Maustaste für eine Cross-Section, rechte zum Canceln. Okay. Wo ist das Problem? Oh. Also was ich hier habe, überschreitet quasi die maximale Breite. Nee, das bringt's nicht. Das kann ich gar nicht gebrauchen hier in der Situation, weil dieser fette Lander, der passt da natürlich nicht rein, sondern aber der ist andererseits ja auch mit nur diesem Docking-Port hier, ist er ja nicht stabil genug angebracht. Das ist ja Quatsch. Also, aber auch von der Höhe her passt er ja gar nicht da rein, wenn ich das da unten drunter anbringe. Wie macht man das denn eigentlich? Ich kann natürlich auf diesen Nose-Cone hier verzichten. Und das hier komplett andersrum. Hallo? Das mag irgendwie nicht so richtig da angebracht werden. Mies. Wo ist das Problem? Okay, dann machen wir es nochmal neu. Also, wir lassen das so rum und wir lassen auch das Dockingport da drin. Und dann ist jetzt die Frage, ob ich einen Decoupler brauche, wenn ich einen Dockingport habe, weil ein Dockingport tendenziell auch decoupeln könnte. Also ich muss jetzt ja auch sanft sein. Ich will die beiden ja nicht auseinanderschubsen, die beiden Teile, sondern die sollen ja dann nebeneinander quasi koexistieren. So. Ja, genau. Und dann soll das ja die Return Stage gleichzeitig auch sein. Wobei ich gerade... Nee, ich brauche auf jeden Fall den Docking Port. Sonst bringt mir der andere Docking Port ja nichts. Also, theoretisch brauche ich ja diese Docking Ports auch gar nicht. Weil ich ja auch so ein normales Rendezvous mit rüberfliegen machen kann, ne? Also, wenn wir mal ehrlich sind, who needs docking ports? Ja, aber es ist eine interessante Vorstellung, sie zu nehmen. Also, das heißt, das ist die Stage für zurück, das ist die Stage für landen und starten. Okay, jetzt brauchen wir wieder einen Decoupler. Und jetzt brauchen wir das Gerät, das uns zum Mond bringt. Ne? So. Jetzt müssen wir mal gucken. Was sagt denn das Gewicht? Das Gewicht sagt 16 Tonnen. Davon sind, wenn ich mich nicht irre, 8 hier der Sprit drin. Nee, ich irre mich. Jetzt sind es noch 12, also 4 Tonnen sind der Sprit, ja. Genau.
Das ist nicht viel. Also, das heißt, es wird nicht so viel Power haben, dieses Gerät. Und wir brauchen natürlich immer noch noch mehr Gewicht, also ein Decoupler, dann ein Hitzeschild. Dann kommt das wieder dran. Und dann brauchen wir immer noch die Fallschirme. Also. Ja, aber lässt sich nichts dran ändern. Die brauchen wir natürlich. Sonst kommt unser Kerbel wohl kaum Leben zurück. Okay. Dann Leitern, wo ich sie gerade sehe, bevor ich sie vergesse. Also, bis hier unten soll der ja ungefähr klettern können, von da. Genau. Wunderbar. Ach, jetzt haben wir die aber in allen Seiten. Das ist natürlich Schwachsinn. Also angefangen mit dieser. Die hätte ich gerne nur hier. Fuck. So, mal gucken, ob das geklappt hat. Ja, hier gibt es keine zusätzlichen Leitern mehr. Okay, ich bin beruhigt. Naja, mal gucken, was beschweren sich die Ingenieure denn? Parachute und First Stage. Parachute missing. Decouplers attached wrong. Ich mag diesen Decoupler auch nicht so richtig. Es kann sein, dass es der ist, der als wrongly attached hier quasi gilt, aber empty crew cabin, ja, das ist richtig. Mhm. Okay, also bis auf dass das Staging völliger Mist ist natürlich. Also gucken wir mal, kriegen wir das repariert. Also hier, ihr seid natürlich für da oben gedacht. Und zwar nicht alle gleichzeitig, sondern erst die Jungs. So, die Antriebe können hier so hin. Also, welcher Decoupler ist das? Das ist der, das heißt, der kommt hier zum Schluss hin. Dann das ist der hier und der hier, okay. Genau, die können gleichzeitig benutzt werden, wenn diese Antriebe hier gezündet werden. Das ist schon quasi so gedacht. Und... ach so. Trennen wir das vielleicht doch noch. Genau, also wenn wir die Send Stage abstoßen, machen wir die drei Antriebe an. Und wenn wir das abstoßen, machen wir den Antrieb an. Ja. Okay. Also, das ist das. Mir macht das Sorgen, dass hier dieser Docking Port zwischendurch ist und dass da so eine Lücke quasi zu sehen ist. Das sieht nicht so aus, als würde das stabil zusammenhalten, wenn man so fliegt. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch nur so ein Grafikding, aber ich traue Kerbal Space Program durchaus zu, dass das der Grund ist, warum das gleich nicht funktioniert. Jetzt brauche ich noch wieder ein Stack-Decoupler natürlich, denn wir müssen das Ganze ja noch irgendwie starten. Also, wir haben jetzt ein Gewicht von
16 Tonnen, dass wir ins All bewegen wollen. Das geht eigentlich sogar halbwegs klar. Das heißt, genau, das ist jetzt der Adapter von etwas von 1,25 Meter auf das noch kleinere. Der ist auf jeden Fall auch cool, aber in dieser Situation gerade. Wobei ich könnte natürlich, was wiegt denn der? 0,05 Tonnen. Und die Antriebe. Der Spark wiegt 0,1 Tonne, der Terrier 0,5. Okay. Das heißt, ich würde immens sparen, wenn ich Spark statt Terrier nehmen würde. Aber Schub wäre dann 20 statt 60. Ja, aber wenn ich den doch dreimal dabei habe, ich brauche ja nicht wirklich 180. Also könnte ich doch. Das hat allerdings ein ganz neues Problem, was es mit sich führt, aber ich könnte doch das hier dran machen. Oder noch besser hier den flachen. Das hilft direkt bei dem Problem, was ich jetzt ansprechen wollte, nämlich, dass, wenn ich das tue, der Körbel nicht mehr an den Boden kommt, aber so kommt er ja wieder an den Boden. Allerdings, glaube ich, kommen so die Antriebe nicht auf den Boden, ne? Ja, so kommen unsere Antriebe gar nicht auf den Boden. Da wir ja vorhatten, auf den Antrieben zu landen, ist das natürlich ein bisschen inakzeptabel. Also doch. Doch Landing Struts, ja. Klarer Fall. Wir brauchen die Dinger. Die einzige Frage ist, wie bringe ich die an? Ja, so kommen die ja nicht auf den Boden. Genau, so kämen die auf den Boden. Brauchen wir nur noch mehr davon. Okay, also diese graue Box beginnt sogar knapp unterhalb dieses grauen Rahmens hier. Also irgendwie so. Sieht das so aus, als könnte man so vernünftig stehen auf den sechs Stützen? Ich denke schon. Das einzige Problem ist quasi, wenn die Landung dann, ja, aber die federn das vielleicht so ein bisschen ab, dass diese Service Bay nicht zerbricht. Aber, also die sind ja, die haben ja ein, hier eine Spring Strength und eine Damper Strength, also die werden irgendwie, die werden sich so ein bisschen zusammendrücken durch das Gewicht unserer Kapsel, wenn wir dann landen. Also wenn ich die ein bisschen niedriger anbringe, ist vielleicht geschickter. So, ja. Oder? Ja, genau, das ist, was ich wollte. Okay. Dann geht's jetzt los. Also, wir haben 15,3 Tonnen. Genau, wir haben damit nämlich jetzt ordentlich Gewicht gespart. Die Dinger müssen natürlich nicht extended sein, wenn wir noch in der Luft sind. So. Ah ja, genau. Achso, die neuen Antriebe müssen jetzt natürlich in die entsprechende Stage. Nicht in die, sondern natürlich hier runter in die. Ah ja. Genau, das gehört zusammen. So, jetzt kommt unsere Sand Stage. Dafür war ich ja eigentlich bei Structural. Und zwar, um sowas hier anzubringen. 15,435. Oder aber sowas hier. Nehmen wir mal den. So, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir bauen da diese Dinger hier dran. Dann ruhig noch einmal. Genau, 42 Tonnen. Und so ein Antrieb hier
wiegt selbst noch mal eine gute Tonne. Dann sind wir bei 46 Tonnen und haben einen Schub von über 600 Kilonewton. Das ist ziemlich gut. Und von den 46 Tonnen sind immerhin 20 Tonnen der Sprit dieser untersten Stufe. Na, wo sind die jetzt schon wieder gelandet? Da. Okay. Das ist soweit ganz gut. Jetzt zurück zum Coupling. Ich würde gern noch mehr Sprit mitnehmen. Ich glaube, die sind übertrieben. Ich glaube, die hier würden reichen. Also. Wie bringen wir das an? So vielleicht. Dann kommt da noch mal so ein Tank dran. Genau, und der braucht einen Nosecone. Genau. Und der braucht, das müsste hier sein, genau, so Leitungen hier rein. Und noch mehr Antriebe. So, jetzt haben wir 64 Tonnen. Genau, 64 Tonnen, aber ja, unser Schub müsste jetzt richtig gut sein dafür. Engine jettisoned before use. Achso, ja, ja, klar. Das ist, weil wir so ein interessantes Staging haben. Das haben die Kerbal Engineers hier jetzt nicht durchschaut, wie wir das eigentlich vorhaben. Und glauben jetzt, wir werfen diese Ant. Nee. Ich glaube, diesen Antrieb hier drin werfen wir jetzt ab, bevor wir ihn benutzen. Aber ganz sicher bin ich es nicht. Bin ich mir nicht. Was? Ist auch egal. Wir machen das schon. Solid Fuel Booster für den Start wären vielleicht noch so eine Möglichkeit. Die müsste man nur. Entsprechend anbringen. Ich frage mich gerade, kann man vielleicht sowas hier machen, wo der Booster dann so dazwischen gequetscht ist? Das klappt nicht so richtig, ne? Ich glaube, das geht nicht, was ich hier gerade mache. Dafür ist der zu klein, auch vom Durchmesser. Okay, also muss ich mich entscheiden. Braucht die nicht beide, ja? Dann kommt hier so das in und die Booster da dran. Gut, die Booster werden mitgestartet, genau, und dann werden die abgeworfen. Die brauchen eine separate Stage natürlich. Genauso wie die Dinger. Ja, okay. Die Booster brauchen Nose Counts, sonst kommen wir nicht weit, vermute ich. So. 0,2, 0,075. Ah ja, okay. Der 0,03. Okay, also der hier wäre doch deutlich leichter. Nehmen wir den mal. Ja. Schau ich nochmal gerade nach. Die Couplers attached wrong. Das macht mir Sorgen, weil auch so ein Totenkopf-Symbol drin ist, als wäre das, wer weiß wie schlimm. Aha.
glaube, wir machen auf jeden Fall mal noch einen kleinen Flugtest, ne? Jebediah Kerman. In der Lander kennen. Nee, ich möchte eigentlich, wenn dann jemanden im Command Pod wissen. Die Frage ist, ob ich einen Scientist dabei haben will. Ich habe ja jetzt ein Empty Seat. Also einen Scientist noch mitzunehmen wäre jetzt nicht das größte Problem, ne? Ja, machen wir das mal. Also Jebediah und Bob sind unsere Männer für diese Mission. Empty Crew Cabin. Has Crew Capacity, but all seats are empty. Das stimmt doch jetzt nicht mehr. Gehen wir mal zurück zum Bild. Genau, jetzt sagt es das auch nicht mehr. Decoupler is attached from parachute missing. This command pod has crew assigned, but no parachute attached. Oh ja, ja, jetzt ist das auch wichtig. Ne, genau, also wenn ich zwei Leute mitnehme, habe ich folgendes Problem. Dann kann nur einer von den beiden zurückkehren. Das wollen wir natürlich nicht machen. Also, Bob, du warst ja schon mal am Mond. Jebediah, du fliegst jetzt zum Mond. Genau. Das ist ja der Trick, dass nur eine Kapsel zurückkommt und die andere im Orbit um den Mond bleibt. Welcher Antrieb? Der da oben. Ja, das habe ich mir gedacht. Natürlich wird der Jettison before use, aber der wird auch später nochmal benutzt. Oh Gott. Dieses Ding. Nennen wir es mal Manlander. Und ja, wie sieht's aus mit hier Finnen? Brauchen wir so Dinger? Wahrscheinlich schon. Ich habe jetzt halt auch, also mir ist es bewusst, ja, wenn einer, ich habe nur den Reliant jetzt hier 6-mal genommen und der hat ja gar kein Gimbal, glaube ich. Genau, der hat Gimbal 3 Grad, der hat gar keins. Das ist vielleicht eine scheiß Idee. Also nehmen wir mal hier innen doch den Swivel, auch wenn wir dann ein bisschen weniger Schub haben. Aber wir haben ja jetzt die Solid Fuel Booster. Okay. Und die müssen natürlich hier unten starten mit den anderen 6. Machen wir einen kleinen Flugtest. Also, folgendes. Wahrscheinlich kippt das jetzt direkt hier, die Spitze kippt jetzt direkt da um. Ich sehe es schon kommen. Oh ja. Seht ihr das? Das hält überhaupt nicht da oben. Auch insgesamt hält das Ding ja nicht. Also ich glaube, ein paar Struts würden gut tun. Und das hier, das ist eine Scheißkonstruktion. Okay. Dann gehen wir mal zur Vehicle Assembly und machen noch ein paar Struts da dran. Structural Strut Connectors, genau. Also die Solid Fuel Booster. Womit verbinden wir die denn mal? Damit? Also hier diese Zusatztanks verbinden wir auf jeden Fall damit. Und die Fuel Booster vielleicht so. Das hat nicht so richtig geklappt. Ja, genau. Dann vielleicht noch hier. Und dann hier noch. Das müsste ein bisschen helfen. So, und damit das hier nicht total umkippt, müssen wir halt von hier nach hier irgendwie was haben, ne? Das müsste eigentlich schon reichen. Wie ist jetzt unsere Gesamtmasse? 88 Tonnen. Uiuiui. Okay. Schauen wir mal. Ähm.
mir das Interior Overlay angucke. Genau, da oben sitzt der Jebediah drin, hier ist Leia. Okay. Also, noch ein Test. Ha? Nächste Folge fliegen wir zum Mond und landen. Diese Folge zumindest ein kurzer Test, ob die Rakete auch bereit wäre zu starten. Das sieht extrem gut aus. Mal erstmal die Solid Fuel Booster leer. Bremsen wollen wir aber nicht dabei. Ja, und unsere zusätzlichen Tanks hier an Liquid Fuel gehen auch flott leer. Aber man darf nicht vergessen, wenn die leer sind, sind die drei wieder voll. Also haben wir schon, denke ich, genug, um ins All zu kommen. Sagen wir dem Jebediah mal, der soll Prograde fliegen. Boah, das war aber knapp. Unsere drei Antriebe hätten beinahe nicht gereicht. Wir waren kurz bei der Geschwindigkeit geblieben, weil die Schwerkraft uns quasi daran gehindert hat zu beschleunigen. Ne? Aber jetzt geht's rund. Und wir werden auf jeden Fall in den Orbit kommen, aber ob wir einen Orbit dann haben werden, bezweifle ich mal ganz stark. Also unsere Apoapsis steigt, ja, also ins All kommen wir, ja, sagen wir so. Wir kommen ins All, aber mit dem Sprit, den wir dabei haben, kommen wir nicht in einen stabilen Orbit. Was ziemlicher Mist ist eigentlich, weil diese Stage hier habe ich eigentlich mehr dafür vorgesehen, uns zum Mond zu bringen. Andererseits das zum Mond bringen und ja, vielleicht ist das einfach, also das hier für den Start, das für den Orbit, das für die Landung und das für die Rückkehr. Könnte man so verstehen. Ja, jetzt ist unsere Apoapsis auch hoch genug. Sparen wir uns den restlichen Sprit an für den Orbit. Okay, aber die Rakete ist im All. Soweit alles gut. Na? Vielleicht bringen wir sie noch in einen Orbit. Schauen wir mal danach, ob wir die neu, also ja, ob es eine Fehlkonstruktion war und wir dann nochmal was nachbessern für die nächste Folge oder ob wir sauber ins All gekommen sind. Anscheinend kann ich hier völlig ohne Gimbal dieses Riesenteil nicht steuern. Also mache ich nochmal kurz hier leichten Schub. Gimbal ist, dass der Antrieb in eine bestimmte Richtung zeigt, damit man in die Gegenrichtung quasi lenkt, ne? So wie man auch ein Schiff lenken würde mit dem Ruder. Wie sieht das aus? Och ja. Wir sind schon halbwegs effektiv hochgekommen. Also. Ich weiß halt nicht, wie lange uns das hier reicht. Mhm. Ja, in 2 Sekunden sind wir schon an der Apoapsis. Jetzt sind wir quasi im freien Fall. Versuchen aber zu beschleunigen, natürlich, damit wir Kerbin verfehlen. Der Mon müsste eigentlich hier sein, damit wir direkt zu ihm fliegen können. Er ist nur dummerweise da hinter uns. Also müssen wir eh noch einen kompletten Orbit oder zwei machen und abwarten.
Ja, und unser Beschleunigen hier hat herzlich wenig Effekt, muss ich sagen. Dass man fast versucht ist, die drei hier noch anzumachen, um unseren Schub zu verdoppeln. Aber das wäre auch kontraproduktiv, weil die brauchen wir nachher, um vom Mond wieder zu starten. Von daher fürchte ich, vielleicht hat die Mission schon jetzt versagt. Achso. Okay. Gut zu wissen. Tja, das hebt sich hier schon quälend langsam nur, ne? Vielleicht muss ich in Zukunft doch für solch eine Stage, also die hatte ich ja jetzt nicht dafür vorgesehen, dass ich damit so lange hier beschleunigen muss, aber vielleicht muss ich dafür auch einen stärkeren Antrieb nehmen als hier den Terrier. Der Terrier hat halt viel an spezifischem Impuls, aber der hat ja nur 60 kN. Also mit dem kann ich zwar lange beschleunigen, aber wie man sieht, bringt das auch nicht viel. Also gleich sind wir nicht mehr im All. Ich würde sagen, wir können aufgeben. Okay. Also Fehlschlag Nummer 1. Zurück zur Vehicle Assembly. Und das komplette Design quasi überdenken. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, damit wir dann doch noch erfolgreich auf dem Mann landen können. Wir sehen uns. Bis dann.